Das ist irgendwie voll deprimierend. Aber volle Kanne. Vor allem, weil ich heute auch irgendwie gar nicht mitbekommen, wann jetzt endlich mal das alles besser läuft. Naja. Hauen wir uns den Matsch hier rein. Der ist lecker. Machen wir uns noch ein paar Kerne für zwischendurch. Die Karotten muss ich auch bald mal vernichten. So. Einer geht noch rein. So, unser Hirn lässt auch bald mal zum Wünschen übrig. Das ist natürlich auch mies, weil unser Hirn natürlich auch wieder drunter leidet, wenn wir hier nichts finden. Auch Menno. Ich stehe ja gerade in der Nähe von solchen Viechern. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Ich hätte letztes Mal nicht verrecken dürfen. Zwei Gegenstände in der Hand und dann so was. Ah, es wirkt näher. Okay. Schon mal toll, wenn es näher wird. So, noch ein bisschen Feuer nachlegen. Dass es auch die ganze Nacht schön hell bleibt. So, verzieht euch. Scheiß Spinnen. Oh, oh, oh. Ich bin so unbegeistert irgendwie gerade, weil ich irgendwie gar nichts finde. So, 32 Stöcke habe ich schon beieinander und mein Gras ist mir auch schon wieder ausgegangen. Nein! Ich kann kein Feuer mehr entzünden. Ja, sauber. So, dann nehmen wir das ganze Zeug mit. Gerade noch gepackt. Ist ja geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so leicht packe. Aber ich brauche definitiv wieder Gras. Ich hoffe, dass hier so schön bleibt. Fuck. Fucking. So, jetzt heilen wir uns mal ein bisschen. So, und hier ist es schon gescheit dunkel. Vor allem Augen sind auch schon wieder hier in der Nähe. Ich höre Schritte. Das gefällt mir nicht. Verzieh dich da unten. Umkreisen mich die jetzt? Wollen mich die umzingeln? Und mich dann töten und auffressen? Ah, dieser Schock. Dieses Licht ist mir zu wenig. Oh Mann. Ja, kaum auszuhalten vor Spannung hier. Ja, Augen. Aha, in der Dunkelheit. Ich glaube, ich dringe schön langsam durch. Wo gehe ich denn dann überhaupt hin? Den Weg weiter, so wie es aussieht. Hilft ja nicht. So, die Axt lasse ich lieber mal in der Hand, auch wenn sie nur noch 15 Energie hat. Mit irgendwas muss ich mich ja schützen. So. Mal zwei Karotten gegessen. Bleib mir fern. Bleib mir fern. Ich habe dich im... Oh, in der Attack-Stellung. So, gut. Packe ich das Ding wieder aus. Und versuche noch näher ranzukommen. Ah, es wird schneller. Super so. Okay, okay, okay. Es wird wärmer. Was bist denn du? Okay, ich hab's gefunden. Ist ja geil. Gleich ein Feld. Okay. Noch eins. Ich hätte sogar drei Samen, so ist ja nicht. So,
So, aber wo muss ich jetzt hin, dass ich hier weiterkomme? Vielleicht den Weg weiter. Ich pflanze hier mal für schlechte Zeiten an. Ist ja nicht verkehrt. Lieber vorsorgen, als dann hinterher blöd aus der Wäsche gucken. So, die Sträucher nehme ich mir auch noch schnell mit. Wenn sie hier schon so schön rumstehen. Und dann brauche ich nochmal meine Axt kurz. Weil meine Baumvorräte gehen mir auch leider zu Neige. Essen habe ich noch genug, das ist ja das Schöne. Das ist wirklich schön. So. Ach ja, genau richtig, meine Axt kaputt gegangen. Glaubt man es nicht? Die Axt weiß, was sie braucht. So. Achso, man braucht ja genau 15 Schläge. So. Dann mache ich mich wieder auf den Weg und suche weiter. So. Mit dem Wegen natürlich unterwegs. Da geht es ein bisschen besser. So, schon wieder Sumpfgebiet. Mit so vielen Spinnen. Alter. Was habe ich schon alles erkundet jetzt? Also ich bin weitergelaufen definitiv als letztes Mal. Muss man sagen, aber ich habe bis jetzt weniger gefunden. Ja, komm, nervt mich nicht. Der Weg endet hier einfach. Ist ja geil. Glaubt man denn sowas? Geh mal lieber zum Weg zurück. Probiere ich es mit dem Schilf? Ich will es irgendwie gar nicht ausprobieren. So, lauf. Lauf, Püppi, lauf. Ich gehe wieder in den Wald. Da sieht es mir sicheriger aus. Ein bisschen zumindest. Habe ich auch Chancen, Nahrung zu finden. Alter. Und immer noch kein Gold gefunden, dass ich mir eine Science Machine bauen kann. Naja. Hilft ja nicht. Kann man nichts machen. Wenn es der World Generator so vorgesehen hat, dann hat er es so vorgesehen. So, hier kommt Wasser. War irgendwo klar. Aber volle Kanne. So. Alles mitnehmen. Vor allem das Gras, das Wertvolle. So, da wird aus dem verdörrten Baum ein neuer Baum. Ist auch eher selten in der Wirklichkeit, dass man hier, dass es wirklich fresh wird. So. Oh, Samen. Na, du sollst den Samen nehmen. Achso. Dann essen. Wir haben keinen Platz mehr. Das nervt mich gerade voll an. Aber volle Kanne. Kann ich gar nicht beschreiben, wie mich das annervt. Wärmer hier jetzt wärmer oder nicht? Das ist ja das nächste. Alter. Wärmer ist auch gut gesagt, nur näher. Näher ans Geschehen ran. Hier wird auch nur Wasser kommen am Ende. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Ja. Oh, Menno. Der Sumpf ist riesig. So, aber hier habe ich das Teil gefunden. Vielleicht muss ich dann hier wirklich rüber. Mich durch die Spinnen kämpfen. Ich weiß es ja nicht. Probieren kann man es ja mal. So, Bären, cool. Also du kannst schon wieder nichts mehr tragen. Eieiei. Alter, was da alles rumliegt. So. Jetzt gehen wir aber heute ein bisschen weiter weg von. Und ich mache mir hier mal wieder ein Lagerfeuer. So, dann mache ich mal das Fleisch hier fertig. Und esse das. So. Auch wenn es nicht lecker schmeckt. Was hilft's?
Was machen eigentlich die roten Pilze? Nur Lebensenergie, okay. Die grünen waren für den Kopf, oder? So, ja, okay. Dann haben wir schon wieder mal ein bisschen aufgeräumt hier. Ich habe Spinnennetze dabei und alles. Satt bin ich auch so gut wie. Jetzt bin ich es fast. Natürlich immer gut, so eine Karotte dabei zu haben. 23 Stück habe ich ja noch. Die verderben ja auch zum Glück nicht so schnell. Das ist ja das Gute. Da kann man sich schon eine Zeit damit verköstigen, muss man sagen. Aber irgendwie, Tag 5. Ich komme irgendwie nicht wirklich weiter. Aber ich schätze wirklich, dass wir hier dann durch müssen, durch die ganzen Spinnennetze. Und wenn wir das überleben, holla die Waldfee, dann können wir wirklich alles überleben. Ich bräuchte irgendwie noch mehr Lebensenergie vorher. Das nächste. Aber richtig, Ding habe ich auch noch nicht gefunden. Wie soll ich sagen, richtig. Na, wie heißt es denn? Richtig. Na. Fällt mir jetzt das Wort ein. Richtig Stein. Also normale Steine für ein festes Feuer oder so. Wäre auch nicht mal so uncool. Weil einfach, ja, wie soll ich sagen? Da auch dann Gold in der Nähe wäre, dass ich mir eine Science Machine machen kann. Jetzt haben wir Tag 5 und ich kann mir immer noch keine Science Machine bauen. Allein wegen dem Rucksack hätte ich es schon gern. Deswegen allein. Aber naja, man kann ja nicht das Glück erzwingen. So, und ich versuche es dann wirklich hier rüber. Muss ich ja wohl. Oder übel. Weil da oben ist ja nur Küste. Das, so sieht es zumindest aus. Vom quer durch den Matsch zu laufen, habe ich jetzt auch nicht wirklich die sonderliche Lust zu. So, könnte die Nacht mal wieder ein bisschen... Nee, sieht noch nicht so aus. Zumindest haben wir schon einen Gegenstand. Ich weiß zwar nicht, für was das sein sollte. Aber wir haben es. Naja, was soll's. Muss ich jetzt wirklich noch nachlegen? Nee. Das Feuer überlebt es noch. Ja, sag ich doch. Jetzt geht es hier im Eilverfahren hier quer durch die Scheiße durch. Hier an den netten Leuten vorbei, die hier Healing rumliegen haben. Da liegt so viel Zeug rum. So viel Zeug. So, ich will nur das Zeug mitnehmen. Hörst du auf? So, ein Prügel. Ist ja geil. Da wäre noch ein Prügel, aber zwei Prügel wären einer zu viel. Oh, fuck off. Wie viele von euch leben denn hier? Schweine sind hier aufgespießt, die Armen. Die guten Schweinchen, die hier, soll ich sagen... wir doch gern gewonnen haben oder lieb gewonnen haben. So, ich laufe hier einfach mal weiter. Einfach mal weg hier von den, keine Ahnung was das sind, Warlocks nenne ich es jetzt mal, dass sie einfach mal einen Namen bekommen, Jungs und Mädels. Eieiei. Aber es geht. Es wird schon. Ich hoff's mal. Wir brauchen ja nur noch ein paar Gegenstände. Keine Ahnung, wie viele Gegenstände man da braucht. Ach, muss das denn jetzt sein? Lasst mich in Ruhe. Erwisch mich doch eh nicht. Du bist so langsam. Wenn ich hier durchlaufe, fehlt mir nichts. So. So, ich... nimm mal, was werfe ich denn weg? Ach komm, ist es. Ist es. Auch nicht verkehrt. Nicht mal die Bären kann ich mehr tragen.